fünfjährige Jubiläumssaison der KLDTM fand ihren grünen Abschluss beim KLDTM-Endlauf 1998 am 28. und 29. November in Mannheim. Aus fast 1000 KLDTM-Startern des Jahres 98 kamen die 157 schnellsten in die Rheingoldhalle. Damit stellte der fünfte KLDTM-Endlauf einen neuen Teilnehmerrekord auf. Dazu gesellten sich noch 19 Champions in dem schon traditionellen KLDTM-Champions-Club. Ausrichter dieses Modellsport-Highlights war der erste MRC Mannheim unter der Leitung von Klaus Hildebrand. Die flüssige Strecke im bewährten KLDTM-Layout und ein großzügiger Fahrerstand boten optimale Voraussetzungen für hochklassige Rennen. Wie immer mit dabei war natürlich unser Moderator Jörg Weller. Zusammen mit der Zeitnahme vom ersten MRC Mannheim hatte er den Rennablauf perfekt im Griff. Vor zahlreichen Zuschauern fanden so im Kampf um den Titel Deutscher Meister KLDTM 1998 und im Champions Club viele dramatische Rennen statt. Nach drei kontrollierten Trainingsläufen hatten alle Fahrer in fünf Vorläufen die Chance, sich für ein möglichst gutes Finale zu qualifizieren. Am Ende hatten die folgenden Fahrer den Sprung ins hart umkämpfte A-Finale geschafft. Den 10. und damit letzten Platz im A-Finale sicherte sich Karl-Heinz Wilke vom MRC Andernach in der Gruppe Mitte. Ebenfalls aus der Gruppe Mitte vom OMC Bad Orb Patrick Beck auf Platz 9. Vorjahresdritter Alex Piperato aus dem Westen fuhr sich mit der 8 schnellsten Zeit auch diesmal wieder ins A-Finale. Auf Startplatz 7 landete mit Toni Reinhardt ein weiterer Fahrer vom MRC Andernach. Der amtierende Gruppenmeister der Gruppe West, Thorsten Sewert, fuhr die 6 schnellste Zeit des Wochenendes. Auf Platz 5 der Lokalmatador Alexander Müller vom 1. MRC Mannheim, ebenfalls Gruppe Mitte. Aber auch im Norden gibt es schnelle Männer. 4. Platz für Jürgen Fark aus Neu-Wulmsdorf. Die Plätze 3 und 2 gehen an den AMC Nauheim, Gruppe Mitte. 3. Andi Krämer. Und auf Platz 2 der amtierende Jugendmeister der KLDTM 1998 U14, Florian Kursabe. Und der schnellste Fahrer nach den Vorläufen kommt aus Hamburg, Arne Brudowski. Kurz vor dem Start zum ersten A-Finale. Während Karl-Heinz Wilke und Andi Krämer noch fröhlich winken, sind Jürgen Fark und Alex Piperato bereits sichtlich angespannt. Auf Pole Position das weiß-blaue Auto von Arne Brudowski. Direkt dahinter der blaue Mondeo von Florian Kursabe und der weiß-schwarze Calibra von Andi Krämer. Als auch nur einer den Arme folgen kann. Das scheint ja Florian
hier das Ergebnis des ersten A-Finales. Im zweiten A-Finale kam es dann zu einem besonders spannenden Duell an der Spitze. Yeah.
Johanna Brodowski gewinnt auch den zweiten Lauf und wird so neuer deutscher Meister Keil DTM 1998. Im dritten A-Finale ging es dann noch um den Titel Vizemeister Keil DTM 1998. Beste Chancen hatten Florian Kosabe und Andy Krämer. Der Arme führt, der Florian hinten dran.
das Gesamtklassement aller Fahrer hier im Überblick. Am Samstagabend fand bei diesem fünften KLDTM-Endlauf erstmals ein großes Fahrerbankett statt. Im Rahmen dieses Fahrerbanketts wurden die Gruppenmeister geehrt und Sachpreise im Wert von über 25.000 D-Mark an die Gewinner aus Jugend und fleißigen Wertung vergeben. Darunter fast 50 Keil Pushed V-Plus Akkus, 13 Novak Ladegeräte, 11 Novak Zyklonregler und 8 Yokomo K2 Baukästen. Über 100 glückliche Gewinner erhielten ihren Preis aus den Händen von Christian Keil. Gruppenmeister 98 Süd wurde Christian Schmaus. Im Osten gewann Eberhard Beck den Meistertitel. Björn Christiansen wurde Meister der Gruppe Nord 1. Ebenfalls im Norden, in der Gruppe Nord 2, war Tim Harritz erfolgreich. Seit über 15 Jahren mit dabei. Meister in der Gruppe Mitte, Stefan Köhler. Bleibt der Rest, die Gruppe West. Hier gewann Thorsten Sievert den Meistertitel. Hier nochmals die ersten drei aus allen Gruppen im Überblick. Der Höhepunkt der Preisverleihung war natürlich die Auslosung unter den 6 Fleißigsten aus jeder Gruppe. 6, 5, 4 und 3. Und jeder von denen bekommt einen Novak Cyclone, ein Keil.
Martin, ich gönne es dir. Ein fester Bestandteil des KLDTM-Endlaufes und inzwischen schon oft kopiert, aber nie erreicht, ist der KLDTM Champions Club. Hier treten nationale und internationale Spitzenfahrer in einem Showrennen mit identischen Autos gegeneinander an. In diesem Jahr mit dabei unter anderem Masami Hirosaka, Michael Gaul, Oliver Brandt, Stefan Köhler, Patrick Verschenko, Frank Hirschäfer, Greg Drescher, Alex Assenmacher und viele mehr. Topfavorit war Masami Hirosaka aus Japan. Der 26-fache japanische Meister und 9-fache Weltmeister ist nun schon zum dritten Mal Mitglied im KLDTM Champions Club. Wie immer mit dabei auch sein Vater Masaki Hirosaka, der als Mechaniker für ein optimal vorbereitetes Auto sorgt. Masami ist Chefentwickler bei Yokomo in Japan und geistiger Vater des Yokomo YR4K2. In diesem Jahr zum ersten Mal mit dabei, aus England, Greg Drescher. Der 11-fache Europameister und A-Finalist bei fast jeder Weltmeisterschaft fuhr wie alle anderen mit einem Standard-Baukasten Yokomo, den er erst am Freitag vor dem Rennen erhalten hat. Ebenfalls zum ersten Mal im KLDTM Champions Club, Patrick Verschenko aus München. Der Offroad-WM-A-Finalist bewegte sich mit seinem Baukasten Yokomo auf ungewohntem Onroad-Terrain. Rechts im Bild der Geheimtipp für viele, Daniel Bratzler vom MRC Andernach. Ein besonders spannendes Duell lieferten sich Daniel Bratzler im rot-grünen Alpha auf Position 3 und Masami Hirosaka im silber-roten Alpha auf Platz 1 im 5. Championslauf. Wie der Zukunft die Weltmeister und der Saison. Es ist auch nicht die Saison. Hängt auf die Kurve an. Schauen Sie, vorneweg aus Japan, Masami Hirosaka.
Nachdem Daniel Pratzler leider ausgefallen war, fuhr Masami einsam den Laufsieg nach Hause. Im sechsten Champions-Durchgang kam es dann zum Duell zwischen den Top-Favoriten Craig Drescher, silberner Alpha, auf Position 1, Masami Hirosaka, silberrotem Alpha, auf Platz 2 und weiter hinten auf Platz 7 Patrick Verschenko mit seinem pinkfarbenen Calibra. Patrick Verschenko, der im Gewühl mit seinem pinkfarbenen Calibra an Masami und Craig vorbeifahren kann und so den Lauf gewinnt.
Exklusiv fürs KLDTM-Video erklärt uns Patrick jetzt sein Setup. Also, ich bin Patrick Fischtschenko. Das ist mein erster KLDTM-Lauf in der Champions-Klasse. Und jetzt erkläre ich euch mal mein Setup. Also vorne fahre ich 40er Öl mit goldenen Federn. Da gibt es also hier die neuen Spacer, die ganz kleinen habe ich da drin. Und zwar 0,3 mm müssen das in etwa sein. Dann hinten gehen wir mal ein bisschen weiter, ist auch ein 40er Öl drin, wieder mit goldenen Federn, hinten aber keine Spacer drin. Ja, Standardloch. Sturz ist vorne, sind wir bei, muss ich schauen, ja, bei 1 Grad und hinten müssten es 2 Grad sein. Ja, weiter gehen wir, 22er Ritzel, ist klar. Sonst Vorspur. Ist 2 Grad vorne. Die Einlagen, genau, das sind die ZR060 Einlagen, Armaflex heißen die, in schmaler Version. Benutzt habe ich vorne die Felgen 24 mm, ZR050 Reifen ist eh obligatorisch. Ja, Keilakkus, sehr wichtig für richtig Druck. Der Cyclone geht auch richtig ab. Sonst ist eigentlich alles wie gehabt. Wie sagt man überhaupt, der Standard. Im letzten und entscheidenden Championslauf trafen dann die 10 schnellsten Fahrer aufeinander. Alex Assenmacher, Dominik Stinn, Chico Bojovic, Masami Hirosaka, Daniel Pratzler, Stefan Köhler, Patrick Fischtschenko, Greg Drescher, Michael Gaul und Oliver Brandt. Masami im silberroten Alpha auf Pole Position muss gewinnen, um Champions Club Sieger zu werden. Patrick Fischtschenko dagegen im pinkfarbenen Calibra auf Platz 3 genügt auch ein dritter Platz für den Gesamtsieg. Dazwischen Greg Drescher im silbernen Alpha, der aber nur noch geringe Chancen auf den Gesamtsieg hat. Masami führt mit großem Vorsprung diesen Lauf an. Das eigentliche Geschehen findet im Kampf um den dritten Platz statt. Patrick Fischtschenko muss Dritter werden, um den Gesamtsieg zu erreichen. Oliver Brandt will mit seinem orangefarbenen Alpha aber auch weiter nach vorne. Oliver Brandt kommt immer näher an Patrick Fischtschenko heran. Mit großem Abstand nach vorne und hinten liegt Greg Drescher einsam auf Platz 2. Masami führt hochkonzentriert und macht an der Spitze keinen Fehler.
Oliver Brandt macht immer mehr Druck auf Patrick Verschenko und kann schließlich unbeobachtet von unserer Kamera vorbeiziehen. Damit schwinden Patricks Chancen auf den Gesamtsieg und er versucht, den dritten Platz zurückzuerobern. Kurz vor Schluss des Rennens kommt es noch einmal zu einer Kollision im Kampf um Platz 3. Aber Oliver Brandt rettet sich als Dritter über die Ziellinie. So gewinnt Masami diesen Lauf und wird Gesamtsieger des Keil DTM Champions Club 1998. Auch Masami erklärt uns jetzt sein Setup. So I was using a front silver spring with 700 yoke coil and rear gold spring with 700 yoke coil and 22 teeth pinion gear, tire 050 and with standard inner form, very soft, with tire higher additive, and using a 0108 harder universal shaft, camber about 2.5 front, 2 degrees for rear, and torque oil almost zero. Mit der Siegerehrung endete der 5. Keil DTM Endlauf. Aus den Händen von Christian Keil und Klaus Hildebrandt erhielten über 20 Pokalsieger ihre Trophäen. Im C-Finale gewann Niklas Koch. Vom MAG Wisselhöwede Sieger C-Finale Niklas Koch. Ganz klasse gefahren. Im B-Finale erhielten dann die ersten drei einen Pokal. Dritter im B-Finale aus der Gruppe West von den Fast Boys West, Thomas Stresser. Und vom CS-Team in Geschwemmt, Christian Staudinger. Und Sieger aus Andernach, MAC Andernach, Marc Reinhardt. Und schließlich wurden alle A-Finalisten geehrt. Zehnter im A-Finale. Das ist trotzdem, das ist zwar im A-Finale der letzte Platz, aber trotzdem, er ist unter den besten 10 in Deutschland in dieser Klasse und das bedeutet eigentlich eine ganze Menge. Vom OMC Bad Orb, Patrick Beck.
ein äußerst fair fahrender Alex Liberato Reuter von Roca Rennschall. Und auf Platz 8 kam der Lokalmatador im letzten Vorlauf mit einem Elan in das A-Finale noch hineingefahren. Vom ersten MRC Mannheim e.V. Alexander Müller. Siebter vom MRC Andernach, Karl-Heinz Wilke. Europameister 1994 in der Klasse 1-2-40-U60. Ja, nennt man das, ne? Sechster vom MCC Neukirch Schlünn, Thorsten Siebert. Für den fünften Platz geht ebenfalls nach Andernach, MRC Andernach, Toni Reinhardt. Amtierender Jugend-Europameister in der Klasse Frontwildwald. Vierter vom RCCG Neu-Wulmsdorf. Da steht nichts noch. Ne? Jürgen Fark. Kommt der junge Mann, der nur Dritter geworden ist, weil ich ihn an die Linie geholt habe. Und ich sage es noch einmal, ich stehe zu meiner Entscheidung. Der Unfall wäre vermeidbar gewesen. Ich musste ihn ranholen. Es ging nicht anders darum. Nur auf dem dritten Platz. Der Preis des Dritten geht nach Nauheim, an den AMC Nauheim. Komm nach oben, Florian Kosare. Leider an der falschen Stelle, keine Wahl. Das bedeutet Vizemeister 1998 vom AMC Nauheim, Andi Gräber, Blondie. Und der neue deutsche Meister 1998, der Preis geht in den hohen Norden, Nord 1 und Nord 2. Nord 1 vom RC Service Hamburg, Arne Brodowski. So, jetzt haben wir natürlich den Wanderpokal. Den musst du nächstes Jahr wieder mitbringen, weil der muss verteidigt werden, aber nicht von dir, weil du gehörst nächstes Jahr zu den Champions und wirst zeigen müssen, wie du international da stehst. Der Wanderpokal von der Firma Christian Keil, ein Riesentrümmer, für den Sieger Arne Brodowski. Vielen Dank an die Pokalgewinner. War eine tolle Geschichte. Nächstes Jahr, denke ich, sehen wir uns wieder. Unter den sechs Gruppenmeistern 1998 wurde dann noch eine Reise zum Yokomo Tourenwagen Race nach Japan ausgelost. Nur noch zwei drin. Der Gewinner ist nicht Tim, du fährst nach Japan. Die Champions kamen bei der Siegerehrung nicht zu kurz. Wir steigen ein bei Platz 8. Platz 8 von unserem Nachbarverein RCC Bellens, Dominik Schlind. Platz 7, der Mann mit der schnellsten Rundenzeit bis heute Morgen, MRC Andernach, Chico Bojovic. Aber einer war noch schneller. Platz 6, der große Bruder vom jungen Moritz, nicht vom kleinen Moritz, vom jungen Moritz, Michael Gaul. Platz 5, ebenfalls.
dir, Oliver Brandt. Dritter, der Mann mit der schnellsten Runde, kommt aus England, Craig Treasure. 10,29. Fastest lap in the race. Platz 3 für Craig Treasure. Und wie ich schon sagte, gleiche Punktzahl. Er ist nur einen Punkt hinter den zwei Siegern. Die zwei Sieger haben die gleiche Punktzahl, nämlich 108 Punkte. Craig Treasure hat 107 Punkte. Zweiter, der Preis bleibt in Deutschland. Er geht nach München zu Patrick Verchenko. Als Teilnehmer A-Finale bei den Weltmeisterschaften. Den Namen lest ihr immer, wenn es irgendwo um große Ereignisse geht. Patrick Verchenko oftmals dabei. Sieger, logischerweise, es bleibt nur noch einer übrig. Aus Japan angereist, 20-facher nationaler japanischer Meister, 9-facher Weltmeister. Hat heute sein ganzes Können aufblinken, blitzen lassen, nachdem es gestern nicht ganz so gut lief. Masami Hirosaka. Bei der großen Schlussverlosung unter allen Teilnehmern gab es nochmals Preise für über 4000 D-Mark zu gewinnen. Hauptpreis war das Originalauto von Masami Hirosaka, mit dem er das Champions Race gewonnen hat. Und ich glaube, es trifft vielleicht sogar den Richtigen, der war gestern etwas geknickt. Ich glaube, es ging um die fleißigen Wertungen.